Verehrte Zuschauer, zum Wochenausklang begrüße ich Sie noch einmal zum gemeinsamen Vormittagsprogramm von ARD und ZDF. Mit dem Filmklassiker Badende Venus wollen wir Sie in den nächsten 1,5 Stunden unterhalten. Um 11.40 Uhr wiederholen wir die Sportschau, unter anderem mit einem Bericht von der Basketball-Europameisterschaft der Männer. Zuerst starben nur die Tannen, heißt um 12.10 Uhr ein Film über Ursachen und Auswirkungen unseres Waldsterbens. Zum Ende des Vormittagsprogramms gegen 13 Uhr die Presseschau und heute. Meine Damen und Herren, sehen Sie jetzt den amerikanischen Revuefilm Badende Venus von George Sidney. Hollywoods berühmte Wassernixe Esther Williams und Komiker Red Skelton sind die Stars in dieser amüsanten Geschichte voller Verwechslungen und Missverständnisse.